Ja, willkommen zurück. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben, und zwar im Maschinenraum. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund auch, die ganzen Kolben bewegen sich natürlich. Ja, und wir schauen einfach mal uns weiter um, würde ich sagen. Hier dieser Weg oben lang war wirklich sehr langweilig. Ich bin gerade am überlegen, kann sein, dass es quasi so als Schleichweg gedacht war, wenn man nicht gegen den Centurio kämpfen will. Aber wie gesagt, so stark war der Centurio halt auch gar nicht. Dafür, dass wir in 4-Sterne-Gebiet sind, finde ich den sogar sehr schwach. Gut, er macht wahrscheinlich richtig ordentlich Schaden, ja. Wenn man unsere Attrappentaktik, sag ich mal, die ist natürlich schon sehr OP. Aber gut. Wow! Und nein, ich bin noch im falschen Modus. Ich wollte gerade hier schön unsere Attrappe werfen. Jetzt kam er gerade. Oh ja, du kannst nicht meditieren, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. Erstmal, okay, der hat mich jetzt wirklich überrascht. Ich dachte, wir wären hier schon sicher. Und der ist, glaube ich, fast stärker. Das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, der ist fast stärker als der Centurio. Weil er ist halt einfach auch schneller. Das ist schon mal eins der Kernprobleme. Und... Okay, wir müssen was... Wir müssen einen Genesungstrank trinken. Ich nehme mal den da. Okay, gut. Im Endeffekt war da, glaube ich, recht unnötig jetzt der Trank, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Wir essen auch mal was. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Der hat mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, ja, erwischt. Naja, gut. Muss auch mal geben, dafür können wir jetzt was essen. Da freue ich mich ja tatsächlich, denn wir müssen Essen loswerden, weil, ja, zu viel Traglast und so. Ja, viel zu viel Essen dabei. Hättet ihr euch gedacht, dass ihr irgendwann mal zu viel Essen habt? Also ich sicher nicht. Okay, ah, hier ist aber eine Kiste. Okay, es hat sich vielleicht doch gelohnt. Zwei Assassinenkapuzen, was soll ich da? Ah, wobei, die haben verhältnismäßig viel Wert für Gewicht. Ah, ich glaube, ich lasse sie da, ganz ehrlich. Wir müssen jeden Scheiß mitnehmen. Wir haben, wobei, wir haben gar nicht so viel Geld eigentlich. Wir brauchen ja die ganzen Bücher und so, die kosten ja immer ein bisschen. Ich erinnere mich, wir hatten ja neulich ein Meisterbuch, also ich glaube, ich gehe jetzt hier mal weiter. Wir hatten ja neulich ein Meisterbuch gefunden. Das ist natürlich auch schon richtig viel wert. Und zeigt schon, dass wir in einem ziemlich übertriebenen Gebiet sind. Naja, gut. Und hier ist immer noch alles so schief, was wirklich ein bisschen nervt auf die Dauer. So, ich speichere auch nochmal, das ist sicher eine gute Idee. Ja, und dann gucken wir mal. Okay, hier ist jetzt, glaube ich, gerade nichts. Okay, wir haben nochmal einen Charisma-Trank, warum man auch immer man hier so viel Charisma braucht in diesem... Sternenschiff. Naja. Okay. Aber ziemlich cool auf jeden Fall, das Sternenschiff. Das da vorne ist auch wieder so eins. Ich werfe direkt schon mal eine Spinne hin. Genau, jetzt ist der Wächter wach. So, es ist nämlich das Problem, wenn die andere noch nicht weg ist. Ich muss abhauen. Wenn die andere Sternenspinne noch nicht weg ist, also die Attrappe. Und wir dann nochmal eine werfen, also habe ich jetzt gerade gemacht, dann haben wir nämlich lange Nachladezeit. Das ist dann schwierig. Ich finde, die hören sich auch immer schon irgendwie gefährlich an, wenn die da so ausholen. Die sind eigentlich cool gemacht, muss man einfach mal sagen. So, ich hatte es irgendwie auf ein Pathfinding-Bug gehofft, aber den gibt es leider nicht. Nicht diesmal. Oh. Na gut, ich habe ja schnell gespeichert, im Notfall laden wir nochmal. Das war wirklich nicht so gut. Die Spinne habe ich irgendwie... Ich habe wirklich vollends verkackt. Und hier bewegt er sich gerade auch wirklich lahmarschig. Okay, wir können eine neue Spinne werfen. Ich glaube, wir haben es überlebt. Wenn wir jetzt Glück haben und... Okay, wir haben kein Glück. Doch, wir haben Glück. Wir haben extrem viel Glück. Der hat nämlich noch nicht mal diese Schwäche. Genau, jetzt hat er die Schwäche. Okay, ich glaube, wir sind tot. Okay. Naja, macht es, wie gesagt, macht nicht so viel. Wir haben erst gespeichert. Ich reg mich jetzt also nicht allzu sehr auf. So. Okay. Wir haben gespeichert. Okay, die Kiste müssen wir noch ausräumen. Aber sowas macht man ja gerne auch mal zweimal. So. Alles mitnehmen. So. Okay. Speichere ich nochmal, dass wir die Kiste nicht noch ein drittes Mal ausnehmen müssen. Sonst wird es immer doch langweilig. Und ätzend. Okay. Genau. Hier habe ich mich gefreut, dass ich den vorher erkannt habe. Okay, ich glaube, ich schieße einmal auf ihn. Zack. Werf dann hier die Attrappe hin.
Okay, das hat geklappt. Das hat geklappt. Okay, jetzt hat er nämlich... Genau, jetzt rennen wir. Wir schleichen können wir eh vergessen. Werfen hier nochmal eine Attrappe hin. Er sollte abgelenkt sein. Ja, ist er. Gut. Er hat noch Verwundbarkeit. Jetzt können wir schön raufballern. Okay, das sollten wir gehabt haben. Okay, die Spinne ist schon wieder weg. Aber, genau, das war's. Schon mal mit dem da. Die Spinne hier können wir auch noch kurz versuchen abzulenken. Okay, hat auch geklappt. Ja, unsere Sterlingsattrappe hilft uns schon viel, muss man einfach mal sagen. Deswegen, wir brauchen auch längst nicht so viele Heiltränke und sonstiges Zeug. Essen vor allem. Deswegen haben wir auch so viel Essen. Ja, also die ist wirklich... Also, falls ihr es auch mal spielt, nehmt die Sterlingsattrappe. Ich denke, das seht ihr auch selbst, dass die sich wirklich lohnt. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ich bin wirklich begeistert von der Spinne. Eigentlich mag ich Spinnen ja hier nicht so, aber in dem Fall ist sie wirklich cool. Ja. So, okay, hier haben wir so einen Riesenkolben. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, hier wird alles mit Dampf betrieben und auch hier sieht man es wieder sehr gut. Es war wirklich ein dampfbetriebenes Schiff und tatsächlich die Kolben bewegen sich auch noch, was eigentlich ganz lustig ist. Ja, genau. Dampft es halt immer so ein bisschen, aber im Endeffekt ist es umweltschonender. Im Endeffekt muss es halt auch irgendwie mit Kohle oder so an... Scheißen Dreck. Ich sollte nicht so viel erzählen. Im Endeffekt muss das ja auch mit Kohle... Aua, okay, das hat jetzt nicht so weh getan, aber der wird uns, ja, der wird uns richtig wehtun. Ich hoffe, die andere Attrappe ist weg. Ah, nee, ich sehe sie noch, ich sehe sie noch. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt konnten wir ihn ab... Nein, wir konnten ihn immer noch nicht ablenken, das ist doch ein Witz. Alter, was ist das? Okay, naja. Wo waren wir gewesen? Ah ja, Umweltschonung von Dampf. Ich glaube nicht, dass es so viel umweltschonender wäre mit Dampfenergie. Der Dampf an sich ist zwar nicht so wild, aber halt, ja, wie gesagt, man muss ihn erwärmen. Das heißt, Kohle oder so. Ja, meist nimmt man ja dann Kohle dafür. Und auch hier wieder den Trick. Erst einmal drauf schießen. Alter, das sind noch viel mehr Gegner. Dann die Spinne werfen in den Weg quasi. Okay, er ist ein bisschen verwirrt. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem. Es ist nicht der einzige. Okay, nächste Spinne geworfen. Hat natürlich nicht funktioniert. Das war ja klar. Irgendwie. War ja zu erwarten. Aber die nächste Spinne ist weg. Dann können wir gleich den nächsten Versuch nehmen. Da wurden sie jetzt... Aber wir haben ihn schon wieder weg. Aber der erste ist bald weg. Okay, nächste Spinne. So, jetzt kommt nur noch einer. Das sollten wir hinbekommen. Allerdings, der hat halt noch volles Leben, ne? Also, das muss man auch mal kurz... Ah, ich sollte Alt drücken, nicht Shift. Muss man auch bedenken, der hat einfach noch volles Leben. Und doch, gut. Er wird aggressiv auf die Spinne. Aber irgendwie ist er ziemlich stark, habe ich so das Gefühl. Also, er hält echt viel aus. Also, kann man nichts anderes sagen. Spinne. Oh, oh, die hat er, glaube ich, nicht wirklich... Hat ihn jetzt nicht so richtig interessiert, ne. Ja, es ist manchmal auch etwas schwieriger mit den Spinnen. Es geht nicht immer so gut. Okay, aber die Spinne ist weg. Hier muss er dann hochkommen. Genau, er kommt auch. Oh, oh, auch die Spinne hat nicht funktioniert. Das ist natürlich dann immer mies, wenn die Spinnen nicht funktionieren. Und er hat noch halbes Leben. Ich speichere hier an dieser Stelle gerade mal. Okay, doch, die Spinat funktioniert. Ja, gut, jetzt müssen wir auf den warten. Aber der wird kommen, keine Sorge. Da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen, dass der nicht mehr kommen würde. Hallo? Okay. Da kommt er ja. Okay, aber er hat nicht mehr den verwundbaren Effekt. Ui, jetzt ist sogar der Bogen alle. Ich krieg die Krise. Okay, jetzt ist er wieder verwundbarer. Eigentlich sollte das jetzt auch hinbekommen. Ah, ja. Er strauchelt gleich. Ja, okay, wir haben es. Bei denen, die tun nicht so auf die kritischen Treffer reagieren. Normalerweise tun die Leute... Oder kriegen die überhaupt kritische Treffer? Ich weiß gerade gar nicht. Normalerweise, wenn man kritischen Treffer landen, dann strauchen sie so zurück und dann können sie einen selbst nicht mehr treffen. So, okay. Äpfel kann man viele verspeisen. Das machen wir jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht... Ach komm, ich glaube, wir können gerade mal irgendwie
4 essen. Ja, okay, dann, ja doch, es bringt schon was, die auf einmal auch zu essen. Wir müssen aber noch mehr essen. Nochmal 4. Das sollte ungefähr dann reichen. Ja, das reicht mir jetzt erstmal. Ich speichere hier an der Stelle nochmal und dann gehen wir mal weiter. Okay, schleichend natürlich. Okay, hier waren wir ja schon, das kennen wir ja eigentlich schon, das Gebiet. Aber da waren mehr als die beiden, daran erinnere ich mich noch. Oh, das, seht ihr das? Dieser Rauch hier, also nicht der Dampf hier, sondern das da. Nicht, dass es explosiv ist, das wäre ja noch was. Und dann kommt man so mit Feuermagie und BAM! Alles fliegt in die Luft. Wäre irgendwie lustig, aber irgendwie auch mies. Naja, okay. Und ob man sich da verletzen kann, wenn man in die Zahnräder reingelangt. Hier einmal den Finger reinhalten. Keine gute Idee, glaube ich. Ich würde es nicht unbedingt ausprobieren. Okay, also wie gesagt, hier waren... Okay, die Spinne da vorne. Eine Spinne. Da habe ich jetzt wirklich nicht mehr so viel Angst vor. Sollte ich vielleicht, aber habe ich nicht. So. Hier sollte man ja recht easy eigentlich erledigt bekommen. Okay, genau. Jetzt ist sie verwundbar. Ich will ja nicht runterfallen, weil wir laufen hier nur auf so einem Steg rum. Das heißt, da kann man schnell runterfallen. Ich möchte nicht zu viel nach hinten weichen müssen. Aber wie wir sehen, wir haben sie ja im Prinzip schon. Ja, okay. Auch gut, wenn man die im Nahkampf auslöscht, weil dann dieser Blitz, der da entsteht, wenn die sterben, da trifft der andere nicht wirklich. Das hat natürlich einen Vorteil. Ja, okay, hier geht es nochmal hoch. Ich muss diese Wege leider immer nach oben gehen. Das merkt ihr vielleicht schon. Weil dort ja theoretisch was sein könnte. Man muss alle Eventualitäten prüfen. Ja, noch ein magisches Symbol. Es läuft ja richtig. Richtig gut. Okay. Ja, wir haben ein magisches Symbol gefunden. Da freue ich mich. Ja, das ist sowas, die braucht man natürlich nicht wirklich. Aber es ist echt immer schön, wenn man eins findet, finde ich. Nun ja. Okay. Zeigt so ein bisschen, dass man gerne erkundet, ja. Und ich erkunde gerne, das ist schon richtig. Man sieht hier leider nichts und das ist ein Problem, weil geht es hier irgendwo weiter. Ich kann mal auf der Karte schauen. Es sieht verhältnismäßig dicht hier aus, was natürlich interessant wäre, weil dann wären wir halt wirklich auf eine Sackgasse hier gestoßen plötzlich. Das gäbe es so in Skyrim jetzt auch nicht, aber wir sind ja nicht in Skyrim. Ich bin gerade überlegen, ob man hier ihr wisst vielleicht, was ich meine, Jump Run machen kann. Aber ich glaube, hier ist dann irgendwann Endstation, ne? Also irgendwie so richtig geht's nicht. Man kommt noch hier rüber dann, aber man kommt da nicht drauf. Die andere Frage ist, es so gedacht, also ein bisschen kann man ja hier jumpen, aber... Profi hier. Am Werk. Okay, wir klettern mal hoch, soweit wir kommen. Okay, na gut. Ah doch, da vorne geht's weiter. Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Ist es vielleicht wirklich als Jump-Run-Strecke gedacht? Ich glaube nicht, dass wir den Sprung schaffen, aber ich möchte es jetzt zumindest... man könnte es theoretisch hinbekommen, vielleicht. Der Gletscher schmilzt, wir sollen hier raus. Ach komm, egal. Ich muss sagen, ich wüsste jetzt zumindest gerne, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, ganz ehrlich. Oh, Moment mal. Kann man vielleicht darüber? Ah, der Sprung ist auch zu weit, ne? Ja, gut. Abgesehen davon, dass ich nicht gesprungen bin. Auch hier nochmal, ihr wisst, ich bin erkundungsfreudig und manchmal muss man auch andere Wege nehmen. Ich frage mich, ob es überhaupt rein theoretisch geht. Also, wenn wir es schaffen würden, ja, doch. Okay. Oh! Okay, das finde ich jetzt sehr interessant. Also irgendwie, ja. Stimmt, das sind auch so Bretter. Das finde ich jetzt sehr interessant. Aber da kam man im Prinzip nicht weiter, oder? Ich kann fast nicht vorstellen, dass der Sprung möglich war. Aber jetzt will ich natürlich wissen, gut, wir sind jetzt oben auf mehr oder weniger legalem Weg. Ja, ihr seid ja gewohnt, dass wir manchmal gelegentlich... Wie gesagt, ich versuch's. Oh. Ich hätte nicht C zum Schleichen drücken sollen, sondern Steuerung, verdammte Scheiße. C ist automatisch Rennen, wie wir schon sehen. Ja, okay. Wir sind nochmal hier unten. Ich bin gerade am Überlegen, das Ganze vielleicht als Chance zu sehen. Ich möchte es jetzt schaffen.
Okay, ich habe eine andere Idee. Also, ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert, aber ich schaffe es wirklich nicht. Also, ich habe jetzt nicht lange rumprobiert, aber ich möchte mich zumindest hier drauf. Ich werde mal schauen, wie das theoretisch aussehen könnte, das Jump'n'Run. Können wir vielleicht hier hoch? Okay, ich möchte hier weitermachen, glaube ich. Ich möchte es weiter versuchen, weil ich es lustig finde. Wobei, da wird es schwer. Ach, ich versuche es mal hier weiter. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so intendiert war. Ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich fände es doch ein bisschen komisch. Vor allem, weil es auch so ein bisschen... Ja, es ist sehr schwer an manchen Stellen. Zumal wir da jetzt wirklich... Also irgendwie, wir stoßen auf immer mehr Sackgassen. Es gibt da oben diese Brücken, ja. Das sehe ich, das haben wir ja gesehen. Aber ganz ehrlich, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es so intendiert ist. Das wäre ja fast ein bisschen zu heiter. Weil bis dahin kommt man. Okay. Also, nochmal. Ich wollte eigentlich, als wir runtergefallen sind, wollte ich eigentlich sagen, ich versuche, soweit wie möglich natürlich ohne Cheats zu spielen. Ich hoffe, das fällt auf. Aber sowas... Ich finde, man verpasst was, wenn man das nicht macht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also man kommt hier drauf, ja. Da gibt es ja auch irgendwo ein Easter Egg oder so, weil... hier kommt man drauf, aber man kommt hier, also man kommt runter auf den Weg. Ja. Ich glaube, das ist ein Weg zum Runtergehen, nicht zum Hochgehen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich glaube, so ist es. Ja, ein Weg zum... Ja, 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 doch. Das könnte gut sein, weil von hier sieht es auch ein bisschen mehr so aus wie ein Weg. Okay, also wir sind jetzt andersrum gegangen, weil wir das Dungeon im Prinzip anders durchgegangen sind. Weil wir ja am Anfang quasi nur den direkten Weg genommen haben und nicht weiter außenrum. Okay, also ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse, dass ich hier jetzt ein bisschen gecheatet habe. Wie gesagt, ich denke so ein bisschen was... Okay, kommen wir hier noch höher. Ja, wir gehen jetzt wirklich ein bisschen den anderen, die andere Richtung. Ansonsten glaube ich, ist es tatsächlich so mehr oder weniger zumindest gedacht. Man kommt hier hoch. Oh, ich sollte hier oben mal speichern. Zur Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Ich glaube, wir sind fest. Nein, wir kommen hoch. Okay. Dann kommen wir hier hoch, nämlich. Es ist... Sprünge sind nicht immer so gut zu schaffen. Okay, der ist jetzt zum Beispiel ganz beschissen zu schaffen. Schafft man den überhaupt? Oder sind wir hier in einer Sackgasse? Ja, man schafft ihn. Okay, man muss von weiter hinten springen, das ist nämlich höher. Okay, wir sind jetzt oben tatsächlich. Wir sind oben und da vorne sind die ersten Gegner. Ich möchte immer auf sicheren Boden stehen. Okay. Okay, also interessant. Also, wie gesagt, ich denke... Es ist so gedacht, dass man hier runter geht statt hoch. Ja, wir sind jetzt eben die andere Richtung gegangen. Wie gesagt, ich hoffe, es ist okay für euch. Wenn nicht, ja, schaut halt nicht zu. Ganz einfach. Wir haben so oder so jetzt hier Probleme, weil das sind zwei von den Scheißdingern. Und wir sollten hier mal... Das Problem ist, hier können von überall nochmal welche kommen. Zum Beispiel von da... Von überall, von allen Seiten. Heilige Scheiße. Ich hoffe, das Pathfinding kommt hier nicht rüber. Nein, kommt es nicht. Okay. Okay, wir können da so ein bisschen, ich sag mal, tricksen. Aber anders wäre es hier auch eigentlich gar nicht wirklich möglich. Ja. Ich meine, das hier ist jetzt kein Cheating, finde ich aber fast noch schlimmer, muss ich sagen. Aber wie gesagt, also anders wäre es jetzt irgendwie ein bisschen ätzend. Und man muss ja die Gegebenheiten nutzen, ne? Also das ist ja ganz legitim eigentlich. Super legitim. So, bringen wir das noch mit? Nee. Vielleicht schaffen wir es ja den Rest jetzt normal zu machen. Wobei, ich glaube, ich höre die andere schon anrollen. Das ist nicht gut. Ja, da ist der andere. Okay. Nein! Ja.
Okay, wir überleben es, glaube ich. Warte mal, speichern. Da. Okay, er kämpft wieder gegen die Attrappe. Oh, die Attrappe hat uns schon so oft das Leben gerettet, ganz ehrlich. Nein! Okay, diesmal nicht, diesmal sind wir gestorben. Ach, genau. Ah, jetzt... Okay, aber wir sind kurz vorm Stufenaufstieg, das sagt uns das. Das war eigentlich gut zu wissen. Okay, ich renn mal lieber. Okay, ich bin falsch gerannt. Ich glaube, ich gehe doch noch mal in Deckung. Es ist mir sonst zu ätzend. Es ist schon spät und ja, sonst wird es da viel zu ätzend. Oh oh, die kommt von da. Wie gesagt, also wir sind in dem 4-Sternige-Bereich, da muss man auch so ein bisschen tricksen dürfen. Ein kleines bisschen. Komm, seid doch mal gnädig hier. Also, es ist ja sonst viel zu schwer. Ah, das geht ja gar nicht. Es ist ja sonst unmenschlich einfach nur. Ich will doch nur entdecken. Okay, jetzt lässt es sich aber gut befeuern hier. Ich stehe ja noch nicht mal irgendwie auf einem... Okay, jetzt aber. Okay. Ja, also, wie gesagt, das war... genau, da für diesen legendären Kampf gibt es jetzt nochmal ein Upgrade und nochmal Lebensenergie. Wie gesagt, Lebensenergie kann nie schaden. Okay, deswegen haben wir jetzt volles Leben. Okay, nochmal ganz kurz Meditation. Wir werden nochmal, meditieren und nochmal leveln, denn jetzt können wir, glaube ich, die Rolle freischalten, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch diesmal, glaube ich, können wir fast damit abschließen, mit dem Skillen. So, ich hoffe, ich habe das Richtige, genau, die Rolle. Ich gehe wieder zurück. Ich wechsle jetzt diesmal direkt, und wir schauen uns natürlich noch kurz die Rolle an. So, ich wechsle direkt wieder auf unsere Attrappe. Nicht, dass er da wieder böse ist. So, wenn wir jetzt schleichen und Alt drücken, also sprinten, dann machen wir eine Rolle. In Skyrim hat man immer die Rollen hintereinander gemacht. Hier macht man wohl nur eine Rolle, was ein bisschen schade ist, aber ihr seht schon, man kommt im Schleichen doch deutlich schneller voran. Ist eigentlich ganz cool. Genau. Also, im nächsten Part geht's weiter. Ich hoffe, da müssen wir nicht mehr cheaten. Ja, wie gesagt, ich mach's nicht so gerne, aber in dem Fall muss das jetzt irgendwie sein, finde ich. Wir hätten sonst den Weg zurücklaufen müssen, wären bestimmt auch irgendwie anders hierher gekommen, aber da wäre es halt. Hätten wir viel doppelt gesehen und es wäre irgendwie nicht so lustig, finde ich. Naja, hey, im schlimmsten Fall wären wir hier noch runtergegangen und hätten dann den ganzen Weg dreimal laufen müssen. Ja, genau, also, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, genau, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen...